Heute wollen wir uns mal den Garmin Overlander anschauen, das neue Offroad-Navigationssystem von Garmin. Das ist ein 7-Zoll-Tablett, der ist 19,5 cm breit und 12 cm hoch. Und im Lieferumfang ist natürlich auch hier so eine Befestigung mit einem neuen Connector, wo der auch gleichzeitig aufgeladen wird. Ja, gibt man ja, macht man hier fest und dann ist das bombig fest. So. Und dann ist das hier einfach zack, magnetisch dran und dann kann man das hier. So, dann startet das auch schon. Ich finde, es dauert relativ lange, bis hochfährt. Und das finde ich auch etwas nervig. Man ist ja kein dreijähriges Kind. Man muss da jedes Mal, wenn das Ding losgeht, erstmal zustimmen. Ja. So, das ist der Startbildschirm. Wenn das Ding dann hochgefahren ist, dann hat man hier eine Auswahl zwischen Drive und Explore. Und Drive ist die ganz normale Straßennavigation, wie man es von anderen Navigeräten auch kennt. Also da kommt man an hoffentlich jeden Punkt, an dem man will. Und Explore ist dann das, was jetzt hier für Offroad-Fahrten interessanter ist. Das ist dann diese OpenStreetMaps mit hoffentlich vielen Einzelheiten. Wir sind jetzt hier ein bisschen im Feld, wie man gleich sehen kann. Also ein bisschen abseits der Hauptstraße. So, und das ist hier das Zeichen für Feldwege. So, man kann hier wie am normalen Tablet kann man hier hin und her switchen und gucken, wo hier noch ein paar interessante Punkte sind. So, und hier unten gibt es verschiedene Icons, damit kann man hier Zieleingabe, ist glaube ich selbsterklärend, Längs- und Seitenneigung, gucken wir mal da drauf. Oh, wir kippen hier gerade ganz stark, ich glaube wir sollten mal hier kalibrieren. So, das ist glaube ich eher eine Spielerei. Dann haben wir hier Track-Aufzeichnung, da können wir einen Track sofort starten, hier aus dem Menü. Und falls wir jetzt fahren würden, wird sich da auch was tun. Und der läuft dann einfach mit. So, dann kann man ja auch noch ein paar Daten ablesen, hier unter ABC, Wetterdaten, wie hoch man ist, was für ein Luftdruck herrscht und so weiter. Das muss man dann einmal konfigurieren. Das ist standardmäßig wohl alles auf amerikanische Maße eingerichtet, aber das ist relativ schnell in den Menüs auf europäische Werte einzustellen. Dann gibt es hier so Point of Interest für Overlander. Da arbeitet er zusammen mit iOverlander, dieser App, die es auch für normale Telefone gibt. Und dann sucht er hier Umkreissuche, wo kann man denn hier irgendwo stehen. Gucken wir mal, was der da so hat. Und dann kann man sich auch gleich dahin navigieren lassen. So, hier gibt es noch verschiedene andere Sachen, die wollen wir jetzt nicht alle einzeln durchgehen. Man kann das Garmin natürlich mit seinem Telefon koppeln. Man kann hier Einstellungen vornehmen und so weiter und so fort. Also die Straßennavigation funktioniert hervorragend, das haben wir jetzt auch ein bisschen ausprobiert in den letzten Tagen. Aber was natürlich interessanter ist, was kann man da mit im Overlander-Bereich machen? Dafür muss man sich bei Garmin registrieren auf der Webseite und dann hat man Zugriff auf ein Planungsprogramm und kann am Computer Tracks erstellen und die dann hier raufladen. Das ist am Computer relativ einfach und die Kopplung mit dem Gerät geht dann entweder via WLAN, Bluetooth oder per Kabel. So, wenn man die dann draufgeladen hat, dann geht man hier auf Bibliothek und kann hier entweder nach Wegpunkten suchen, haben wir jetzt hier keine drauf, nach Tracks, wir haben einen Test gemacht, oder nach Routen.
Das müsste man dann aber alles erstmal da drauf spielen. Und das kann man dann abfahren. Der Nachteil aus meiner Sicht ist, oder ich habe es nicht kapiert, dass man halt nicht hier am Gerät selber direkt irgendwas planen kann. Also man muss sich da immer im Vorhinein Gedanken machen. Ja, das mal so als kleinen Überblick. Das Gerät kostet ca. 700 Euro. Ist erweiterbar. Es hat vorinstallierte Karten aus Europa, Afrika und anderen. Und hat hier noch die Möglichkeit, noch eine kleine SD-Karte reinzustecken. Man kann natürlich die ganz normalen OpenStreetMaps weltweit da drauf laden. Für wen ist das jetzt gedacht? Also wer noch kein anderes Navigationsgerät hat oder ein Tablet, ich finde, der könnte sich damit mal auseinandersetzen, weil es relativ einfach ist und man hat sich da schnell eingearbeitet. Also diese Software von Garmin fand ich jetzt am Computer relativ intuitiv und 2-3 Videos von Garmin gesehen, dann ist man da eigentlich relativ schnell bei. Also ein Vorteil von dem Overlander ist natürlich, wenn man schon in der Garmin-Welt ist und eine Rückfahrkamera hat oder eine Dashcam oder dieses Rescue-Teil oder Sachen zum Wandern, dann ist das natürlich alles kompatibel. Also ich kann hier diese gesamte Garmin-Welt auch anschließen. Wir machen jetzt nochmal einen Vergleich, weil ich mache das ja alles mit dem iPad und dann können wir auch nochmal gucken, wie die Größenvergleiche sind. Jetzt haben wir mal zum Vergleich ein normal großes iPad genommen. Das ist die 9,7 Zoll Variante, darüber der 7 Zoll Monitor von Garmin. Das ist jetzt Maps.me und da sieht man relativ schon, das ist natürlich nur bedingt vergleichbar. Mit diesem iPad habe ich jetzt in Zentralasien rumnavigiert mit Maps.me und mit einem anderen Programm, was da heißt Map-Out. Also da ist auch die Erfahrung, dass nicht ein Programm alles immer kann. Maps.me kann ja zum Beispiel Routen berechnen, das kann Map-Out nicht. Dafür ist Map-Out dann oft fürs enge Navigieren und sich angucken. Das Teil kostet ja, wenn man es jetzt hier neu holt, auch so um die 500 Euro. Wenn man sich dann die Befestigung und hier ein bisschen Staubschutz holt, ist man auch nochmal mit 150 Euro dabei. Das heißt, man ist eigentlich auch schon in dem Bereich des Garmin Overlanders. Man muss sich dann hier noch die ganzen Sachen selber zusammensuchen und noch ein Programm suchen, womit man zu Hause am Computer seine Routen planen kann. Das stellen wir aber mal in einem anderen Video vor. Da gibt es ein paar ganz gute, preiswerte Sachen. Ich bin hier mit dem Großen recht gut zurechtgekommen. Das hat mich jetzt nicht weiter gestört beim Fahren, die Größe. Im Gegenteil, ich fand die eigentlich ganz übersichtlich. Und der Vorteil von so einem ganz normalen Tablet ist natürlich, dass man da noch viel mehr Sachen mitmachen kann, als jetzt nur navigieren. Denn, sagen wir mal ehrlich, für ein paar Wochen Urlaub im Jahr brauche ich da jetzt wirklich ein eigenes Overlander-Navigationsgerät. Aber das kann ja jeder auch für sich selber entscheiden. Ein Nachteil von dieser Tablet-Lösung ist auf jeden Fall, bei großer Hitze neigt das iPad auch dazu, dann doch mal auszusteigen. Das weiß ich jetzt nicht, wie der sich hier schlägt. Ist auf jeden Fall beim iPad eine Sache, die man nerven kann, wenn mitten in der Stadt bei 40 Grad auf einmal keine Navigation mehr da ist, weil das iPad sagt, ich bin zu heiß und mache jetzt mal eine Pause. Jetzt nochmal als drittes Gerät ein Smartphone daneben und dann sieht man vielleicht hier so die Größenverhältnisse, wenn man das jetzt. Ja, warum habe ich jetzt ein iPad genommen und mache das nicht alles mit dem Handy? Weil mir das wichtig war, dass ich da während der Fahrt auch ein bisschen schneller was sehe als jetzt hier auf dem kleinen Handy und da hier auch meine gesamte Musik drüber läuft und ich da auch das auch noch zum Filmen nehmen,
wollte ich das eigentlich getrennt haben, die Navigation und von meinem Handy. Das war eigentlich so der Grund. Und das Ding hatte ich sowieso, weil ich da viel mitmache. Und dann hat sich das angeboten. Und Staub und so? Ja, dadurch, dass ich hier noch diese Staubhülle geholt habe, ist das eigentlich, war das jetzt kein Thema auf der Pamir-Tour. Das Teil ist auch, hat auch irgendwelche Zertifikate, staubsicher und ist auch gegen Runterfallen gesichert. Das ist hier mit dieser Hülle auch gegen Runterfallen gesichert und ansonsten muss man halt ein bisschen aufpassen. So, Fazit, erster Eindruck, Gerät ist einfach zu bedienen, macht das, was es machen soll. Die Software auf dem Computer zum Routenplanen ist einfach und auch für Nicht-Nerds relativ schnell zu durchschauen. Man lädt das da drauf und kann dann seine Tracks fahren. Man kann die Tracks relativ einfach mit tracken. Alles gut. Ob es einem jetzt 700 Euro wert ist, das muss jetzt jeder selber entscheiden. Es macht auf jeden Fall auf den ersten Blick alles einen soliden Eindruck und Qualität und hochwertig.